Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich gehe jetzt mit dem Jan. Hallo. Jan Heiligkreuz von da natürlich. Und ihm sein Vater ist von Deutschland und ihm seine Mutter kommt von Mexiko. Darum kann er auch ein bisschen Deutsch. Du quieres decir algo in alemán? no, solo hallo. Okay. Ich spreche nicht gut Deutsch. Ah, sí. und er ist ein Kollege von Erwin und er hat mich, ich kann eben wollen, in die Stadt, ¿cómo se llama la ciudad? Santa Isabel. No, l'otra. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, genau. Weil dort hat es eine Kolonie von Deutschland, Mennonitas, und die werde ich heute besuchen. Weil ich habe mich gestern noch ein bisschen schlau gemacht über das. Das ist ein Freikirche, glaube ich. Und auf der ganzen Welt gibt es die Mennonitas. Ich habe das gar nicht kennengelernt. Und hier in Cuauhtémoc hat es eben eine relativ grosse Gemeinschaft von denen. Es sind, glaube ich, etwa 90.000 Leute, die hier leben, die Deutsch reden. Und die werde ich jetzt mal dort besuchen und um die Stadt ein bisschen anschauen. Weil die verkaufen dort, glaube ich, super Brot und Käse. Und ja, jetzt hat es noch. Der Jan hat mich noch eingeladen für ein Avocado-Glasse. Schmeckt super, kann man sich kaum vorstellen. Aber in dem Ort Santa Isabella. Das ist ein ganz kleiner Ort und das ist sehr, sehr berühmt für ihre Glasse. Unter anderem eben auch das Avocado-Glasse. Ja, wir sind jetzt hier vor dem Museum der Mennoniten. Das haben wir jetzt gerade anschauen. Da zeige ich euch jetzt noch ein paar Bilder. Und leider haben die Mennoniten, also jetzt ist, was ist jetzt Ostern gewesen, heute ist Montag. Und es hat auf der Straße oder viele Läden sind zu. Die Leute arbeiten nicht, die sind in der Kirche jetzt diese Woche. Und darum ist jetzt eine blöde Zeit, jetzt zum da hinzukommen, weil es hat fast keine Mennoniten auf der Straße. Aber das Museum hat zum Glück noch offen gehabt und das ist recht interessant gewesen. Also recht spannend, wie die Leute da gelebt haben. Und die haben früher auch gar keine, das ist also wie eine eigene Gesellschaft gewesen. Die haben sich auch nicht mit den anderen, mit den Mexikanern zum Beispiel, irgendwie, die haben ihre eigenen Schulen gehabt, zum Beispiel. Und wenn man einen Mexikaner zum Beispiel geheiratet hat, hat man dann auch nicht dürfen, in dieser Gesellschaft leben. Heutzutage ist das etwas anders, die brauchen jetzt auch Strom und so. Aber es war wirklich interessant gewesen. Und die sind ursprünglich sind die von Deutschland gekommen, sind dann über das Preußische Reich eigentlich so nach Russland und haben sich dann auch in Kanada niedergelassen und sind dann auch auf Mexiko gekommen, vor allem da in Chihuahua, weil da halt einfach das Land super ist zum Sachen anbauen und darum sind jetzt auch viele da geblieben. So ist es und nicht anders. Oder ja, mehr oder weniger richtig, hoffe ich einmal. Gab's das nicht. Genau, das ist ganz richtig. Das sehen wir heutzutage mit dem Internet zum Beispiel. Weil die mexikanische Regierung fördert Mennoniten auf, dass sie auch Steuer bezahlen. Eine Maschine, welche mich interessiert. Diesen Rasenmäher von den 1950er Jahren. Und wir von denen gehen spazieren. Deswegen wurde man auch am Samstag gewartet. Ein weißes Kopftuch wurde gebraucht für unverheiratete Mädchen oder Frauen. Und das braune Kopftuch wurde gebraucht für unverheiratete Frauen, die älter als 35 Jahre alt waren. Ja, wir sind jetzt wieder am Zurückfahren, wir sind noch etwas Leckeres zu essen. Und jetzt hören wir Radio und jetzt werden wir mal hören, was da im Radio kommt. Ist mit dem Mutter sofort ins Krankenhaus gefahren. Wie geht es dir? Deutsches Radio da in Mexiko. Ja, wir sind jetzt hier noch in einer Kantine. Und trinken jetzt hier noch ein Bierchen. Prost! Und ihr seht hier hinten jetzt noch Live-Musik. Wie sich's gehört in Mexiko, tipptopp. So, wir sind jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Leute. Wir sind jetzt gerade fertig geworden vom Fotoshooting. Völlig overdressed. Hier in so einer Kantine, aber
haben jetzt übrigens gerade probiert zu tanzen hier. Aber es ist verboten. Das erste Mal, als ich das irgendwie gesehen habe, so, dass die Leute nicht tanzen dürfen. Wobei, das ist so eine Kantine und da sind eigentlich nur Männer drin. Ausser so die zwei overdressed Ladies. Und ja, darum ist das nicht erlaubt hier. Schade. Ich hätte fast ein bisschen Spass daran gefunden. Ich hätte es gerne noch so permitten. Ich kann es gerne YouTube. No! Was soll ich jetzt sein? Was? Jolali! Jolali! Was bin denn zu dem? From Mexico to the world. Switzerland, not Switzerland. I can't pronounce your country, sorry guys. So, meine Damen und Herren, wir haben, oder respektive ich habe heute nicht wahnsinnig viel gemacht. Ein bisschen Video geschnitten, ein bisschen Buchhaltung gemacht, damit ich da meine Ausgaben auch im Griff habe. Und jetzt treffen wir uns mit der Kollegin, auch von Couchsurfing Hangouts. Und Anja ist auch am Start und Erwin natürlich. Und wir warten jetzt hier auf Cynthia. Nachher gehen wir zusammen zu Nacht essen. Wir sind jetzt hier in der Bar etwas am Essen mit Cynthia. Und zwar gibt es jetzt hier bei mir so ein bisschen, eine Art Fondue, also Käse mit so Dingsbums, so Taco-mässiges Zeug. Und sie hat hier getrocknetes Fleisch und er hat jetzt gerade, oh mein Gott, jetzt kommt noch, es kommt noch mehr, wie ihr seht. Hola! Papas, hä? Okay. Hallo zusammen! Heute ist der letzte Tag von mir hier in Chihuahua. Das ist schon fast ein bisschen traurig, weil die Leute sind mir da richtig ans Herz gewachsen. Und der Typ da hinten auch, gell? Hey! Und wir gehen jetzt heute noch eins trinken. Und zwar, Cynthia ist auch wieder am Start. Hola! Und es kommen noch ein paar andere Leute. Sie haben da so eine Gruppe von Couchsurfing und dort haben sie jetzt gestern reingeschrieben, dass wir heute noch ein Bierchen trinken und der Jan kommt auch noch und ja, es wird sicherlich ein cooler Abend. Wir gehen wieder hier in den Schuppen, wie heisst der? La Sottoleria. Sottoleria, wo wir gestern auch schon gewesen sind. Ein paar Bierchen trinken und auf das freue ich mich richtig. Und morgen muss ich relativ früh schon wieder weg auf. Aber ja, das ist jetzt erst morgen, jetzt ist heute und jetzt trinken wir. So, wir sind jetzt hier also eins am Trinken. Da hinten ist noch Liveband. Und es sind jetzt ganze Haufen Leute hier von Couchsurfing Hangouts. Weil die haben hier eben so eine WhatsApp-Gruppe, die Leute hier von Chihuahua, von Couchsurfing Hosts. Und wir mal schauen, wie viele Leute das jetzt heute da sind. Salut, viva Mexico! Richtig cool, ganz super Leute. Der Jan ist auch wieder da. Jan? Hallo! Hallo! Und Kathi? Hallo! Die auch Deutsch redet, ausnahmsweise mal. Und ja, jetzt trinken wir noch ein Bierchen, nicht wahr? Jetzt schauen wir mich auch ein bisschen komisch an. So, jetzt haben wir gerade einen Shot gehabt und schauen mal, wie das Ding da dahergekommen ist. Mit einem süßen Schlängeli drin. Wie fandest du den Shot? Lecker. Lecker. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ne? Aber ist fein gewesen. Ist so ein bisschen, Erik meint, como se llama el Shot? Sotol. Es ist so zwischen Tequila und Mezcal ist so ein bisschen Sotol. Also das ist nicht ganz... Ein bisschen anders. Aber auch von irgendeiner Pflanze. Und warum das die Schlange da drin ist, weiss ich auch nicht. Ja, ich habe es gestern mal wieder nicht geschafft, das Video zu beenden. Darum mache ich das jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen gegen oben nicht vergessen und abonnieren. Und bis gleich. Macht's gut. Ciao, ciao.